Willkommen meine Lieben zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, was ihr investieren könnt. Langzeitinvestitionen und Kurzzeitinvestitionen. Freunde, wenn es euch natürlich gefällt, sehr gerne einen Daumen hoch geben, sehr gerne ein Abo da lassen, wenn ihr nichts mit Trading verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Tipp. Auf geht's! So Freunde, schaut noch sehr gerne bei meinem neuen Partner IGFault vorbei. Und mit dem Rabattcode Alex bekommt ihr auch noch sehr gute Prozente. Wenn ihr Interesse habt, Freunde, schaut sehr gerne in der Videobeschreibung vorbei. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, schaut sehr gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, starten wir in das eigentliche Video rein. So Freunde, wir starten schon mal rein mit dem ersten Tipp. Das solltet ihr machen, wenn ihr jetzt wenig Budget habt. Das kann eigentlich jeder machen. Hier sage ich, investiert in jeden Silberspieler. Der Abstoßpreis ist aktuell, weil ihr habt das jetzt gesehen zum Beispiel bei der Ehrendevise. Gestern kam ja die Ehrendevise Top-Partien. Da ist jeder Spieler aus der Ehrendevise Silberspieler auf 2 bis 3K gestiegen. Und die hast du vorher problemlos zu 200, 300 easy holen können. Und das wird in Zukunft noch mit weiteren Ligen passieren. Hundertprozentig. Ligen, die ich auf jeden Fall mit großem Potenzial da sehe, ist auf jeden Fall die belgische Liga, die türkische Liga, portugiesische Liga. So Ligen nehmen die da sehr gerne dran, muss man sagen. Wir machen das Beispiel jetzt auch mal mit der türkischen Liga. Wie gesagt, Japan auch sehr interessant, MLS da auch sehr interessant. Also da könnt ihr eigentlich jede Liga nehmen, wo ihr die Spieler für Abstoßpreise bekommt. Wir machen das jetzt mal hier mit der türkischen Liga. Was würde ich euch hier empfehlen? Ihr könnt hier 150 einstellen oder ihr stellt hier direkt 250 ein. Warum so hier direkt 250? Dann könnt ihr auch direkt auf die seltenen 200 bieten, die euch hier angezeigt werden. Und ihr seht, natürlich bieten schon ein paar auf diese Karten. Wenn ihr natürlich sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die im Verein, ich will die los werden, stellt ihr die einfach so für 300, 400 rein, diese Karten, und ihr seht, die gehen für 300, nach einer Stunde gehen die ungefähr weg. Also ihr könnt die auch wieder problemlos wegbekommen, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt noch ein paar Coins, will die nicht mehr im Verein rumliegen haben. Aber wie gesagt, du kannst da einfach auf jede Karte, ihr könnt natürlich einfach mal ein bisschen hintergehen, im Markt ist jetzt nicht so viel los, aber ihr bietet dann einfach auf jede Karte eure 150 Münzen. Lasst die liegen, wie gesagt, es wird die Zeit kommen, wo die mindestens 600, 700 wieder kosten. Und wie gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus, ihr macht das mit 100k. Stellt euch dann vor, ihr macht aus den 100k dann 7, 8, 900k. So, das ist nicht viel Arbeit. Kloppt die einfach in den Verein. Und wie gesagt, lasst die ein bisschen liegen. Wie gesagt, das kann natürlich immer mal kommen. Da ist die Frage natürlich, wie lange braucht das, bis das kommt, das weiß keiner. Okay, müssen hier noch 250 einstellen. Und dann können wir natürlich auch auf die seltenen hier 250 auf jede Karte bieten. Ne? Das könnt ihr auch machen. Nehmt ihr euch die mit. Es können auch immer mal Silberaufgaben zum Erspielen kommen. Deswegen mit Silberspieler machst du gar nichts verkehrt. Bronzekarten würde ich jetzt nicht empfehlen einzukaufen. Aber wie gesagt, hier für 250 kannst du hier eigentlich, okay, ihr könnt auch 300 für die besseren Nationen bezahlen, das geht schon klar. Dann könnt ihr einfach 250 auf jeden bieten. Ja, Freunde, dann zeige ich euch jetzt noch Spieler über Footbin, die es sich lohnt zu investieren. Ja, Freunde, und hierzu geht es um die Nonvers. Ihr seht zum Beispiel, jetzt aktuell sind die Nonvers alle sehr teuer. Aktuell lohnt es sich nicht einzukaufen. Ich würde die maximal für 400, 500 einkaufen. Aktuell, wie gesagt, sind die alle zu teuer. Aber wenn die wieder runtergehen, ich zeige es euch hier am Graphen, ihr seht das hier. Die sind auch sehr oft bei 400. Aber ihr seht auch zum Beispiel, der hat auch öfters Schwankungen, mal 1K, mal 800. Und theoretisch, wir können uns das mal anschauen hier, stündliche Grafik. Ihr seht, 900 ist er mal wert, hier mal 1,1, 1,2. Vorher, ihr seht das, wie er jeden Tag, also der ist jeden Tag wirklich am Schwanken. Und so Spieler suchen wir, 2K und 1,5. Ihr seht das hier, also die Karte ist hier wirklich komplett am Schwanken. Vorher immer so 600, 700, den kannst du auch oft für 400 erbieten. Hier ist er sogar auf 8000 gestiegen. Ich glaube, da gab es einfach keinen auf dem Markt, oder das wundert mich. 19 Uhr ist er direkt auf 8. Okay, da ist wahrscheinlich die SBC gekommen. Danach ist er auf 2K gewesen, hat direkt auf 8000, ist halt krass. Wie gesagt, es gibt hier so viele Innenverteidiger, mit denen ihr das machen könnt, Freunde. Da ist natürlich auch jeder interessant. Wie gesagt, es gibt hier Tausende. Ihr seht hier, Koscielny ist bei 1,1. War auch die meiste Zeit vorher. Wie gesagt, hier sieht man nicht den Preis, wie er tagsüber gestanden hat. Hier, das ist nur der Durchschnittspreis, den ihr immer hier seht. Deswegen müsst ihr immer hier auf stündlichen Preis gehen. Und ihr seht, also ich weiß das, weil ich Koscielny auch öfters schon erboten habe. Den kriegst du auch sehr oft. Für 400, 500 könnt ihr diese Karten erbieten. Und ihr wartet, ihr schaut diese Karten einfach ab und zu die Preise nach. Und wenn die bei 400, 500 sind, könnt ihr die wirklich massenweise einkaufen. Ne? Ihr seht hier,
auch selbe Prinzip, ist auf 1,5 gestiegen. Kannst du immer bis 500 einkaufen, diese Karten, und wenn die auf 1000 sind, schon wieder auscashen. Also, und es ist meistens so, dass ein, zwei Mal pro Woche diese Karten sogar über 1000 sind. Beispiel ist der Kehrer, auch sehr, sehr interessant, ist jetzt auch bei 900. Sehen wir hier auch, auf dem PC sogar mal 3000 gekostet. Und bei ihm sieht man gut, dass er sogar oft 400-500 hier kostet. Bei ihm sieht man das richtig gut. Kostet auch oft sehr viel. Ihr seht das, er hat die richtigen Schwankungen. Ne? Also hier nachts hat er mal 1,5 gekostet, 1,3. Da könntest du schon auscashen. So. Muss natürlich on sein. Aber theoretisch kannst du schon auscashen, wenn der bei 900 ist und du für 400 eingekauft hast. Oder bei 1,1 ist auch ein guter Preis, wenn du die für 400-500 einkaufst. Hier müsst ihr natürlich sehr viele einkaufen. Ne? Hier müsst du natürlich 100 Stück oder so holen, dass sich das mindestens lohnt. Auch hier seht ihr, ja, ist von 6700 auf 6K gestiegen, dann gefallen auf 2K und dann wieder auf 5K hoch und auf 3 wieder runter. Jetzt kostet er 900. Ihr seid so, Karten könnt ihr problemlos einkaufen. Ihr könnt auch einfach, ich zeige euch jetzt noch mehr Spieler, Freunde, weil ich will jetzt nicht, dass jeder in dieselben Spieler investiert. Man muss sagen, die meisten werden wahrscheinlich trotzdem in die Spieler investieren, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Ihr geht auf Innenverteidiger, ihr könnt auch auf andere Positionen gehen. Innenverteidiger sind aber am lukrativsten. Warum? Es gibt in jeder Formation, in jeder SBC, die es gibt, gibt es mindestens zwei Innenverteidiger. Das ist das Gute. Egal welche SBC ihr macht, mindestens zwei Innenverteidiger, sogar manche drei. Deswegen Innenverteidiger die lukrativste Position. Jetzt gehen wir hier auf Non-Rare-Gold-Karten. Und dann schauen wir natürlich, ja, Rare wollte ich nicht gehen. Jetzt gehen wir natürlich auf Gold-Non-Rare. So, und dann schauen wir uns natürlich diese Karten an. Ne? So, die meisten wirst du, so die 82er und so 81er, kannst du die meisten schon mal vergessen. So, Benatia finde ich interessant, wenn ihr ihn für 500 bekommt. Können wir uns theoretisch eigentlich auch gleich mal angucken. Also, man muss sagen, ihr könnt eigentlich jeden, den ihr für 500 von den Karten bekommt, mitnehmen. Auch ein Hinteregger, kannst du schon fast wieder einkaufen für 400, 500. Ist sehr, sehr günstig hier. So, ein Dyer kostet 600, ist auch zum Beispiel fast wieder einkaufsbereit, kannst du wahrscheinlich für 500, und ihr seht, was er für Schwankungen hat. Auch hier siehst du, kostet mal 900, kostet mal, hier siehst du es gut, 500. Also das sind Karten, die könnt ihr problemlos einkaufen. Ne? Und ihr verkauft halt, ihr könnt eh die Liste immer voll haben mit dem, dann könnt ihr die Karten natürlich dann gut verkaufen. Und auch hier seht ihr, 800 ist er auf einmal wert und ihr könnt die für 400 die ganze Zeit erbieten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Konsole und gucken uns mal an, ob wir den Dyer für 400 oder 450 erbieten können, Freunde. Und dann gibt es noch einen Investing-Tipp für die Leute, die sehr, sehr viele Münzen haben. Wie gesagt, das könnt ihr mit jeder Karte machen. Auf Footbin stand jetzt 650. So, ich bin mir sicher, dass wir diese Karte für 450 locker erbieten können. Oder 500, ihr habt gesehen, da war schon einer für 500. Bieten wir mal drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die jetzt bekommen. Okay, wow. EA wieder hier am Backen, korrekt. Kommt mir hoffentlich, zeigen die mir jetzt diese Karten an. Ja, ihr seht das hier. Da war nämlich eben einer für 500. Den haben die uns nicht angezeigt. Und den kannst du dir problemlos, okay, hat jetzt einer drauf geboten. Kannst du problemlos natürlich mitbieten. Ihr könnt dann natürlich auf jede Karte 450 bieten. Die werdet ihr bekommen. Ich zeige euch nochmal noch, dass wir die türkischen Spieler bekommen haben, die wir geboten haben. Das sind die türkischen Spieler, die wir geboten haben. Okay, die Non-Rares. Okay, bietet auch die Non-Rares 200. Aktuell brauchst du in den ganzen Top-Partien, wie gesagt, ich zeige euch das hier, wir haben nur einen Non-Rare gekriegt, bietet auch die ganzen Silberspieler einfach 200. Ich habe das gerade nicht mal auf der Uhr gehabt. Und hier ging sogar einer für 450 direkt weg. Bietet einfach 200 auf die und macht euch die in den Verein, wie gesagt. Die werden früher oder später sehr, sehr teuer sein, Freunde. Ja, Server sind jetzt am Laggen, keine Ahnung, was hier los ist. Was könnt ihr noch machen, wenn ihr richtig viel Budget am Start habt? Müsst ihr auch ein bisschen warten, nehmt euch jeden Inform mit in den Verein, den ihr für 10.000 bis 11.000 bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Server hier rumspinnen oder ob das gerade am Internet liegt. Es lädt hier nichts mehr gerade, Freunde. Das ist eh das Ende vom Video. Ich hätte euch jetzt hier gezeigt, dass ihr jeden Gold-Inform für 10K erbieten könnt und dann stellt ihr die einfach, ja,
könnt ihr die einfach im Verein speichern. Also ihr holt euch jeden einmal. Es kommen nämlich diese SBCs wieder im November, Dezember, wo diese auf 20, 25, vielleicht sogar wie die letzten Jahre auf 30k steigt. Und ja, dann macht ihr eure Coins damit. Keine Ahnung, was jetzt mit den Servern los ist. Vielleicht muss ich FIFA neu starten. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieses Investing-Video, Freunde. Wenn ihr natürlich dazu Fragen habt, schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber diese Investings sollten eigentlich das ganze Jahr funktionieren. Wenn ihr auf die Preise hört, die ich euch empfohlen habe, habt ihr null Risiko, Freunde. Und ja, dann bin ich für heute raus. Gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.